Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 mit dem Misfortune AP. Was? Nein, und dem Zocker Andy. Ich musste, nachdem ich mein Headset aus Versehen kaputt gemacht habe in der Aufnahme, beziehungsweise es ging auf einem Ohr nicht mehr, habe ich jetzt. Das interessiert kein Spiel weiter. Halt dein Maul. So. Wir sind in Zeitdruck, wir müssen arbeiten. Ich muss bald wieder nach Berlin, okay? Hopp, 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 hopp. Warum bist du immer noch nicht fertig? Oh Gott. Oh Gott, womit habe ich das verdient? So. Ja, aber es geht mit der Lautstärke. Die sind ziemlich laut. Jetzt kann sein, dass ich Andi manchmal ignoriere, weil meine Kopfhörer so laut sind. Das macht sie die ganze Zeit schon. Das höre ich übrigens, ne? Ach, dieser Alarm geht einem auch tierisch auf den Sack, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Alter, ich komme mir gerade vor. Oh, Ellen! Ellen! Ich komme dich gleich retten. Ich gucke erstmal, ob es was Witziges gibt. Ellen im Wunderland. Der Pörner. Hä? Ich habe gerade gedacht, er hat sich teleportiert. Das ist nicht Ellen. Oder? Doch. Doch. Der sah gerade aus, als ob der eine Brille auf hatte. Vielleicht wollte er halt noch was lesen. Bevor er stirbt. Alan! Kumpel! Wie bist du hergekommen? Gelaufen? Wo ist Evie? Auf Schusters Rappen! Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Alan! Alan im Wunderland! Das kleine Miststück. Nie hat sie. Okay, warte. Evie, nein, Evie! Evie! Alan, hör zu! Ich hab's nicht so gemeint! Sie Evie. Versucht, die Kontrolle ich, zu übernehmen! Du musst sie bekämpfen! Oh, nö! Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Thumbnail. Ja. Oh, guck mal, da ist sie ja. Du bist nicht mehr mein kleines Mädchen. Du bist tot? Jetzt müsste echt knallhart kommen. Sie sind tot. Oh, du bist infiziert. Geil. Na gut, bist du ja die ganze Zeit eingeschnuppelt. Also, bist du mir. Mein ganzes Leben lang wollte ich nichts anderes sein als infiziert. Musst du gleich mal Leertaste drücken. Yay. Geil, hey, du hast es. Besser, wenn man das hat. So. Guck mal, wie schön die Handstrukturen hier, diese kleinen Fältchen gemacht sind. Wunderschön. Nice. Hey. So, 41 Schuss haben wir noch mit dem Schätzchen hier. Na. Können wir den noch mal untersuchen? Hat er noch irgendwas? Ich gucke mich mal kurz noch mal um hier in dem Ding. Evie! Oh Mann, ich muss mir die Stimme mal abgewöhnen. Das nervt ja langsam. Evie! Welche Stimme? Von Ariane? Nee, nicht Ariane, sondern Ich finde das gerade nicht so. Mache ich immer mit Hachi die ganze Zeit. Das ist so anstrengend. So! Ariane! Quatsch, Evie! Alter! Was ist denn hier los? Hier ist ein Computer. Wo stimmt sie denn so? Ein Computer. Na, weil sie voll behangen mit dem Zeug ist, wie so ein Baum mit Lametta. Also, wir suchen natürlich wieder erstmal die Umgebung ab nach, Stuff. Nach Stuff. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade nichts mehr, ne? Vorhin die ganze Zeit so eine Billigtaschenlampe, immer wenn es ganz dunkel wird, aber wenn man es mal braucht. Wenn es drauf ankommt, dann... Wie gesagt, dann presst sich plötzlich die Taschenlampe aus der Arschbacken. Da kommst du nicht durch. Ist das was zum Ätzen? Du brauchst das nicht zu ätzen, du kannst das alleine. Wir sind Rambo! Wie geil. Jetzt müsste der PC auch einfach so... Ich glaube, das wird vielleicht auch passieren, wenn wir den anpacken. Nee, und jetzt kommt das Stimmt, Video. Stimmt, da ist das Video. Stimmt! Ich finde, komm von der Intro-Sequenz. Ethan. Oh. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Geil. Ich will dir nur eins sagen. Wenn,
dich dies erreicht? Ich mag die Schlapp. Such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Feines muss er doch gehört haben. Dieses, also auf der Nachricht, dieses. Das hat man das nicht gehört in der. Ich weiß das gar nicht mehr, ob das. Nee, hat man nicht. Nee, war nicht mit drauf. Spielfehler. Oh, okay. Das erinnert mich immer so ein bisschen auch an Resident Evil 5, wenn dann die. Wir werden für immer zusammen sein. Okay, das war. Wow. Nee, ist eine Cutscene, das mache ich nicht. Achso, das ist eine Cutscene. Siehst du auch schon an der Qualität, dass es ganz anders aussieht. Sieht irgendwie anders aus. Titanic! Alice. Sie ist eine Meerjungfrau. Wo ist denn Flipper? Flipper, Freund aller Kind. Der hat sie gerettet. Der hat sie an die Küste zu dem Horrorhaus gespült, weißt du? Flipper so. Jetzt ist das abgebrochene Spiel toll. Mach keinen Scheiß. Hier sehen Sie ein wunderschönes schwarzes Bild. Wir warten. Oh, die Unhard-Uhr. Okay. Oh, ich hatte gerade so Angst. Erinnerst du dich jetzt? Ach so, das stimmt, die zeigt uns ja gerade noch ein Video. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein wie vorher? Natürlich. Nein, wir was? Können keine Familie sein. Doch. Wir waren nie eine Familie. Doch. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nicht mehr. Hast du gerade hingeguckt? Deswegen habe ich ja so. Aber es war zwar ein Jumpscare, ich habe mich trotzdem erschrocken, aber ich muss trotzdem nicht schreien. Ich glaube, wir bessern uns langsam. Nee, ich auch nicht, aber das war so. Das war so. Okay, Jetzt ist es ein Safe-Raum. Ja. Dann save, wie du noch nie gesaved hast. Ich save, wie ich noch nie gesaved habe. Mit einem Controller. Was? Vibriert. Oh mein Gott, du hast vibriert? Das ist immer richtig unprofessionell, ey. So. Ich erinnere dich an die erste Aufnahme des heutigen Tages. Piep! Was piep? Na, dein Telefon ja, hat. Ja, das lag aber weit genug weg, dass man das nicht gehört hat und ich habe es mir auch nicht anmerken lassen. So. Doch, du hast gesagt, Handy als Maul. Ach so. Oh! Oh, vor allen Dingen auch so eine Scheiße. Ich will meine Machine Gun wieder haben. Andi, hol mir jetzt sofort meine Machine Gun. Guck mal, hier ist der Alan verreckt. Hier, das da lag er. Hier ist nur noch ein Häufchen Elend. Nee, ein Häufchen Kotzo. Oh. Oh, was bist du? Was bist du denn? Oh, hallo, kleiner Freund. Enektox. Zerstört Zellen. Aller Indie. Individuen wahrscheinlich. Individuen von E bis S. Also von. Erdbeeren bis. Injekten. Biobasiert. Geben Sie beseitigt. Probe in den Behälter. Tee, warte mal, Tee. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Tee muss vor. Huch. Wieso. Also. Tee-Bios kann nicht sein. Geben Sie Probe in den. Ich glaube, wir müssen da noch einen zweiten Teil finden von der Nachricht, um das irgendwie zusammenzusetzen oder so. Ja, oder sie weiß es ja. Ist das nicht das mit dem, was Zoe gemacht hat? Nee. Ich gehe davon aus, dass da irgendwie was mit der Probe, mit dieser Gewebeprobe zu tun hat. Ja. Achso, apropos, geh mal ganz kurz ins Inventar. Ach, jetzt plötzlich hat sie wieder die Taschenlampe. Geh mal bitte kurz ins Inventar. Ja. Sag's. Und klick mal da drauf. Ich will ah, ja, jetzt stimmt. Sein. Jetzt ja. Sagt sie Gewebeprobe, jetzt weiß sie, was, ah, was ist das? Okay. Schlaues Spiel, verdammt, ich dachte, ich würde jetzt voll die Fehler finden. Ja, das Spiel, wir wollten jetzt voll die Fehler suchen, mein Schätzchen. Ah, jetzt plötzlich hat sie auch sogar. Nein. Du hast keinen. Dietrich. Würdest du gerade die Flasche da raufhauen? Ja. Was hast du für Munition gerade gefunden? Maschinengewehr. Dann wirst du bald ein Maschinengewehr finden. Hoffentlich.
Nein. Ah ja. Wir finden schon wieder Zeugs. Das ist ungünstig. Sei doch froh. Wir werden sicherlich unsere eigene Maschinenpistole finden. Da liegt ein Laptop. Ich hab grad irgendwas schnurren hören. Das war ich. Hä? Ich hab ja, ich schnurre gerne. Das. War das ein Maschinengewehr-Muni? Ja, scheiße. Ich frag mich nur gerade so, sie hat ja diese Psychopharma-Dingens da. Ob wir die nicht mal hätten nehmen sollen vielleicht? Er ist wohl kaputt. Wow, hast du ja gut erkannt. Vielleicht ist er auch noch in Ordnung, aber... Halt, ja... Und was sollen wir jetzt machen? Na, hier drin wird sicherlich so ein Ätzding sein, oder? Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Wir gehen mal zurück. Kannst du das... Ah, guck mal, da kannst du weiter nach oben. Ich glaube, jetzt Schluck auf. Da ist eine Klappe und da ist eine Leiter. Okay, wie, soll ich hier noch... Nee, wir waren ja hier, wir haben uns ja hier umgeguckt. Hast du die Klappe? Ja. Nee, noch nicht. Wenn du nach oben kannst... Ja, dann gehen wir einfach mal nach oben, ne? Lalala, und jetzt müsst ihr der Fahrstuhl losfahren und dich zerquetschen. Nee, das betrifft uns ja nicht. Der Fahrstuhl ist ja unter uns und nicht über uns. Über uns ist ja eine Decke. Wenn er schnell genug hochkommt... Also von mir aus kann der Fahrstuhl machen, was er will. Ist mir doch scheißegal. Das Problem wäre, wenn er abstürzt, weil wir dann nicht mehr runterkommen. Das stimmt. Das wäre scheiße. Na doch, ganz nach unten halt nur. Warte mal, ist da an der Seite noch was irgendwie? Ja, warte mal, ich will mir erstmal... Ach, hier kann man runter, okay. Schauen wir uns mal um. Ich wollte nur wissen, ob man da irgendwie... Nö, wohl nicht. Klatsch. Okay. Aber geschnittene Fingernägel hat sie. Und vor allem komplett sauber. Ja, ne? Total realistisch. Natürlich. Ihre Schuhe sind ja auch noch komplett sauber. Stimmt. Erstmal Schuhe angucken beim Laufen. Ah, die mit diesem weißen Turnschuhrand, weißt du? So. Das ist hübsch. Das ist hier die Kommandozentrale hier, also die Steuereinheit. Kannst du bestimmt irgendwo sitzen und cool aussehen. Ich wollte gerade sagen, aber nur wenn Shelva dabei ist. Vielleicht funktioniert er noch. Genau, nur wenn Sheva dabei ist, kann sie Sitzung cool aussehen. Okay, wir machen erstmal wieder einen Rundumblick, bevor ich da irgendwas drücke. Natürlich. Mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Ach, guck mal, Telefon für dich, Andi. Ringing. Wer ist es denn? YouTube. Wer stört? YouTube? Ja, YouTube. Was willst du? Wir wollen Fat Fame, dass du... Dass du endlich mal die 200 Abonnenten erreichst, du genau, Brunner. Genau, die wollen dir was anbieten, das YouTube-Partnerprogramm. Also falls ich zu dem Zeitpunkt schon 200 Abonnenten haben sollte, Dankeschön in glaub's, die Vergangenheit. Glaubst du wohl selber nicht? Nein, Andi. Hihi. Es liegt einfach daran, dass ich so unregelmäßig hochlade in letzter Zeit, glaube ich. Oder so, ich weiß nicht. Ja, du machst ja oben momentan nicht so viel und... So, eine Woche kommt dann ein, zwei Videos und... Bei dir geht's. Voll voran. Hier, wir spielen gerade Resident Evil 7. Analysier das bitte ein anderes Mal. Okay, wir analysieren so. Das, warte. Ich analysiere jetzt das Spiel. Okay, analysiere das Spiel. Punktfilter. Warte mal, wir gucken mal. Okay, wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Okay, hier geht's... Oh, nö, ne? In die Dunkelheit. Nö. Nö, weißt du? Im Dunkeln ist gut munkeln. Jetzt krieg ich wieder diesen Psycho-Todes-Part. Das ist mein Karma. Ja. Aber das macht nichts. Das nehme ich gern. Das ich kam. Grusel mich ja auch gerne, ist ja kein Problem. Sonst würden wir es ja auch nicht spielen, ne? Genau. Deswegen sind wir ja so erfreut. Ah, okay. So. Hä? Ich verwirrt sein. Nicht ein bisschen. Oh. Hä? Gehen wir da runter, vielleicht kannst du da was einsammeln. Ah, eine Bombe. Nee, das ist das, was wir gesehen haben von der Tür, von der anderen Seite. Ja. Hier. Kannst du das wegschieben? Nein. Schade. Hier müsste da eigentlich so ein Wackelgofi dann sicherlich stehen, oder? Ich frag mich, wo der Ethan hin ist. Ja, ne? Lass er doch. Ich wollte gerade sagen, ich höre die ganze Zeit so klappern. Lass nur noch einen Schuss. Ich werde ihn opfern. Adieu. Jetzt daneben geschossen. Oh Gott.
Wir haben ja gerade ein Video geguckt mit Aim, ne? Und so. So. Nein. Ja. Oh, ja. So. Dann, da ist noch ein Knopf, den du drücken musst, das ist ne? Der Fahrstuhl. Ja, genau. Aber erstmal, ich will erstmal noch... Ach so, okay, verstehe. Hier kommt man dann raus. Ah, okay. Aber ich habe hinten die Tür noch nicht an der Seite probiert aufzumachen, oder? Die hier, die da habe ich noch nicht das probiert aufzumachen. Das weiß ich gerade gar nicht. Nee, die habe ich noch nicht probiert aufzumachen. Captains. Kapitänskabine. Geil. Oh. Schick. Oh. Du brauchst aber einen Schlüssel für. Oh nein. 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 Ich will meine... Ich will das jetzt haben. Andi, mach was. Was soll ich denn machen? Karte des Schiffs. Mach was. So. Kreuzschlüssel. Damit kannst du die ganzen Klappen und sowas aufmachen. Stimmt, das ist... Zum Beispiel. Stimmt, diese... ja. Aber unten, genau in dem... Ja. So. Das war schon wieder so random. Warte mal. So. Jetzt sehen wir eh irgendwas Creepiges. Aha. Ja, wir suchen sie ja. Aha. Aha. S2. Ethan ist S2. Hoffentlich schaffe ich es noch. Noch. Okay. Prepare for Jumpscare. Was? Jetzt müsste er so grinsen. Und so. Nee. Ist wie Dschungelcamp. Guck mal. Oh Gott! Auf, Evelyn! Ich wusste, dass was passiert. Ich wusste es einfach. Alter, wie doll drückt die sich denn? Halluzination. Alter. Wo ist Halluzination, sie? Hä? Ey. Okay. Das, also, die Jumpscares, so wie sie hier sind, Alter. Die sind manchmal so unerwartet. Ey, na, ich hab vorhin gerade nur gesagt, prepare for Jumpscare. Ich hab jetzt damit gerechnet. Ich aber überhaupt nicht, ich habe jetzt so gedacht, so ja gut, du kannst jetzt gleich weiter steuern. Weißt du was? Auf einmal. Weißt du was? Ich dachte, was passiert? Ich dachte, so, wir gucken so, oh ja, Kamera. Die Musik kommt so zu und dann kommt hier von der Seite eine Hand oder so. Und ich habe eigentlich gedacht, so in der Kamera. Und ich konnte mich ja schon wieder bewegen, vor allen Dingen. Und deswegen bin ich ja schon so ein Stück zurück und plötzlich kommt die angejived. Ey, Alter. Vor der ist sie umgedreht. Alter. Unnormal. So, ey. Wo unnormal. Haben wir denn überall so eine Stellen, wo wir das benutzen können? Müssen wir, wir sollten. Wir müssen ein bisschen zu Potte kommen, ja. Ja, wir müssen ein bisschen zu Potte kommen, du hast recht. Ich will dich nicht unter Druck. Ich will dich nicht unter Druck. Nein, niemand macht Druck! So. Dann gehen wir jetzt einfach aus dem Fahrstuhl hier wieder raus, ne? Warte mal. Was denn? War da nicht auch so ein. Was? Willst du denn da runterkommen jetzt von hier aus? Willst du runterspringen? Gar nicht. Nee, wir müssen da wieder die Leiter nehmen. Echt? Aber ich habe jetzt einfach mal die Tür aufgemacht, keine Ahnung. Okay. Warte mal, aber ein was. Ist das? Nee, das kannst ist wirklich ein Schloss, ne? Da kann man hier nichts machen mit, ne? Hätte ja sein können. Okay, hier war nix. Kann man ja, wir müssen mal ein bisschen beeilen. Da war doch eine Kiste, kann man die nicht damit aufmachen? Nee, ne? Nee, die war das Kisten in dem, sind oder ja... War das ein Raum unten? Das war unten? Das war ein Stockwerk weiter unten. Wie sind wir denn? Oder ein Stockwerk oben. Hä? Vielleicht musst du doch einfach rausspringen. Hä? Aber wir sind doch eigentlich... Ja, das ist so gut. Stimmt, nee, wir sind ja von da oben runtergesprungen. Wir sind von hier oben runtergesprungen. Oh, was ist das gewesen? Geh mal zurück. Was? Und jetzt nach links? Also komplett um 180 Grad drehen? Das ist denn da? Na, die beiden Schubladen, die wir aufgemacht haben. Ich hatte das Grüne da. Ich dachte, das wäre was gewesen. Aber nee, hier ist nichts. Gut, dann... Okay. Springen durch den Fahrstuhl. Ja. Bleibt dir nichts anderes über. Ja. Adieu! Am besten nicht ins Kabel, oder? Geronimo! Au! Jetzt kannst du auch in den Fahrstuhl, das ist ja... So. Was soll das bringen? Weiß ich nicht. Außer, dass du jetzt natürlich die Möglichkeit hast... Noch ein... Das ist gemein. Du kannst doch herabsteigen. Du kannst doch da rein? Okay, du musst jetzt runter. Ja, das Vieh ist doch hier unten.
Oh! Ja, toll. Na, toll. Stimmt, wir müssen jetzt bestimmt in der unteren Etage was finden, was den Fahrstuhl wieder in Gang bringt. Hä? Hm? Wieso speichern wir? Eine Sicherung fehlt. Eine Sicherung und einem so ein komischer Knopf. Ein Netzkabel. Netzkabel und eine Sicherung fehlen. Na dann, viel Spaß beim Suchen. Danke, werde ich haben. Oh nein, 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 nein. Ah, falscher Knopf. So. Nochmal. Herabsteigen. Können wir dann vor allem hier auch wieder hoch? Bestimmt. Dann macht sie jetzt das Licht an in einem Gang, wo es eigentlich voll... Ach nee, jetzt sind wir ja wieder hier. Da ist doch denn nichts. Warum sollen wir jetzt da hinkommen? Wir hatten doch hier auch so eine Dinger, die wir nicht auch machen konnten, oder? Hier hinten. Hinten. Im Freizeitraum. Ja. Haben wir noch so ein Ätzding? Nee. Nee, haben wir ja nicht. Aber vielleicht kannst du mit dem... Dem Schlüssel, den wir nicht mehr im Inventar haben? Hey, was soll denn das für einen Sinn machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Scheiße. Weil du musst halt irgendwie gucken, ob du hier... Kommst du hier nicht irgendwie zum Treppenhaus? Ich wollte gerade... Stimmt. Wir kamen doch hier irgendwie zum Treppenhaus. Du hast recht. Guck mal nochmal. Warte mal. Soll ich erstmal hochklettern? Ja, nee. ja. Da kommt doch das Vieh schon. Klatsch. So, warte mal. Drück mal die Karte und dann kannst du auch nach unten. Von da aus kommst du. Also du hier vom Lagerraum, oder? Nee, hier ist die Treppe, nee, in der Mitte. Nee, nicht. Du gehst dann, also wenn du rausgehst, rennst du gleich nach links, rennst du hier lang und da. Man da. Ach stimmt, dann hier hinten die Tür. Genau. Und dann Treppe runter zu S2. Zwei Stockwerke müsste es da unten sein, dann solltest du ihn finden können. Zwei, stimmt. Wieso speichern wir hier die ganze Zeit? Wir speichern die ganze Zeit, warum? Also hier raus, dann nach links? Ja. Nee, nach rechts. Nach rechts. Ja, nach rechts, also von auf der Karte von, links. Von mir aus rechts. Gesehen rechts. Okay. Okay. Auf geht's, Geronimo! Na. Hui. Ich renne aber, ne? Ja, klar. Du kannst ja eh nicht kämpfen. Und es dreht sich bestimmt jetzt um, also würde ich jetzt einfach... Oh. Und rennen. Na, wohin denn? Das nach da? Die Tür. Das war cool. Und zumachen hinter dir. Hey, wieso geht denn das hier nur nach oben? Ach so. Oh nein. Das ist grad... Nein. Scheiße. Wie kommt man denn hier? Oh, Mann. Tja. Na, ich würde vermuten, hier. Na dann? Weil da ist ja eine Treppe irgendwie, ne? Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ist da ja eine Treppe. Na dann probier's. Wir müssen mal gucken, ob die nach unten oder nach oben. Nee, die führt nach unten, weil von der sind wir ja gekommen. Da stand das kleine Mädchen dann oben. Geronimo! Geronimo! Tschüss! Ihr Wichser! So. Ist gerade aus, als ich vorher gestolpert wäre. So, ne? So ging. Toll, klasse. Ist offen? Natürlich nicht. Ist nicht gerade aufgegangen? Nein. Hast du irgendwas zum Sprengen? Du kannst die Sicherung ja, dann mitnehmen. Ich hab's auch gerade gesehen. Ah, okay. Aber dann, was willst du mit der, wohin soll... Die muss in den Fahrstuhl und dann müssen wir doch das Netzkabel irgendwo finden. Das müssen wir vielleicht... Sind wir irgendwie schon mal auf so ein Kabel gestoßen jetzt in der Zeit? Nicht, dass ich wüsste. Okay, klau das Ding und... Lauf! Wie schon an dir gelaufen bin. Mein Gott, ich renne jetzt ganz hart. So. Sprecherraum, ha? Haha, Bitch, kannst nicht mitkommen. So. Soll ich einfach mal abschneiden, obwohl. Ist doch eh wurscht. Die speichern ja eh, sobald wir am Fahrstuhl sind. Tausendmal. Okay. Okay. Ja, Schnauze. So. Wir setzen erstmal die Sicherung rein, ne? Ja, setz rein. Ich würd's dir denn hell.
So, gespeichert ist. Sicherung. Haben wir. Ich vermute aber, dass wir das Kabel vielleicht dann auf diesem Stockwerk hier finden oder so. Also das würde ich jetzt mal tippen, tatsächlich. Ich bin ja schon fast neugierig, ob ich... Wir gucken mal. Soll ich jetzt... Ich stecke jetzt einfach mal hier aus. Mal gucken, was hier so ist. So. Weil hier sind auf jeden Fall auch Gegner und... Ja. Hier muss irgendwas sein. Es ist so ein oranges Ding irgendwie. Mann, das ist so ärgerlich, wenn man dann von der Tür steht, mach Lass mich rein! Alter! Alter! Ich hab's zwar gerade nicht gesehen, weil ich gerade so ein bisschen abgelenkt war, aber. Ey! Wie sie läuft! Meine Fresse! Ja, ich glaube, hier werden wir fündig. Oh! Welcher Raum? Hey, waren wir auf diesem Stockwerk noch nicht? Nein. Ach doch, das ist das Zimmer. Aber da waren wir halt in dieser Flashback-Scheiße. Stimmt. Hier ist das Zimmer, wo wir kampiert haben mit dem Alan. Jawohl, Edsmittel. Okay. Können wir gleich vorne an der Tür benutzen? Brauche ich ja. So. Brauche ich ja nicht mehr. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Drowney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn echt... Das Evelyn sollte nie an einem gewaltigen Ohrblend von unseren Gegnern gestohlen. Stimmt, hast recht, hast du vorgelesen. Alles klar. Weil ich bin Mama. Ah, so. Kiste ist ja nichts drin, ne? Nee. Ey, und ich hätte das deine Nachbarn hören, weißt du, so alle paar Minuten. Und dann wieder. So. Meine Nachbarn denken, oh, ich bin so eine schizophrene Schlampe. Nee, okay, wir müssen ein bisschen Rami-Demi machen jetzt. Hast du Nachklang? Hab ich schon. Okay, Messer nicht. Hat sie nicht, ne? Nein, nicht. Kabusch. Was hat der Bombe mit Fernzünder? Weg sind alle, Entriegelt? Was haben wir da jetzt entriegelt? Ach. Good job, Resident Evil. Wir müssen Good aber trotzdem job. Sicherlich das Netzkabel finden. Ja, aber dann, da vorne ist es bestimmt. Ich würde so lachen. Was ist denn in dem großen... Also irgendwie, da wo der ganze Klippe war, da vorne, da wo wir nie reingekommen sind. Für eine der Rückblende. War hier. Der war hier. Der war hier. Stimmt, die Tür ist offen. Schießpulver. Weil wir finden so viel Schießpulver, mit dem wir eigentlich nichts machen. Weil wir eh genug Munition finden. Das ist irgendwie... Obwohl wir das auch normal spielen. Aber ich höre was Fettes hinter der Wand. Ich finde es unglaublich schwer irgendwie trotzdem das Spiel. Also wenn man dran ist, so beim Zugucken, es sieht teilweise echt einfach aus, aber es ist... Oh, Verzeihung. Unglaublich schwer. Ja. Ich glaube vor allen Dingen, wisst ihr was? Ich glaube, was wir hier finden, jetzt in dem Tresor da. Den Schlüssel vielleicht für den Kapitänsschrank. Ja, und hier ist ein Rätsel. Das sieht so nach Rätsel aus. Ich glaube nicht, dass der hier reinkommt. Da kommt der nicht rein. Oh Gott. Ja, das sieht nach Rätsel aus, tatsächlich. Du hast recht. Okay. Das wollte ich noch gar nicht! Okay. Wow. Das hängt falsch auf jeden ja, Fall. Ja. Müssen wir einfach nur die Bilder so drehen, wie die hängen? Vielleicht. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was hier ist. Lässt sich nicht öffnen. Versuch's mal. Ja. So, das hängt. Falsch rum, also einmal komplett drehen. Wollt ihr mich verarschen? Wow, das war jetzt so ein schweres Rätsel. Da hab ich ja jetzt. Also ohne da hab Scherz, ich hab jetzt eigentlich gedacht, schon alleine, weil die ja auch verkehrt rumhängen. Ich dachte jetzt so, muss man viel. Geiler wäre es gewesen, wenn es auch unterschiedliche Bilder wären und du irgendwie das so, dass es im Gesamtbild einen Sinn ergibt. Ja, ne? Kaboom! Das war voll... Das ist das Kapitänszimmer, geh weg! Tschüss! Schwell ihn doch ein!
Ich hätte ihn ja eingesperrt, den Burner. Oh. Ihre Kotze hat die ganze Küche verwüstet. Scheiße, ich kann die Tür nicht schließen. Was war das? Ich hab grad was gefunden, deswegen hat's. Aber ich kann es manchmal gar nicht so schnell. Okay. Also wir haben jetzt ganz viel Säure. Ja, wir können jetzt erstmal die Türen da aufätzen, die noch übrig waren. Ja, nö, ne? Geh mal weg. Ich bin nicht mehr da. Tschüss. Tschüss. So. Boah. Okay. Oh, wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum, demonstriert mir gerade der Andi. Mann. Wir müssen dringend... Was ist denn hier drin? Also wenn es so weitergeht, dann muss ich ja doch noch spielen. Verdammt. Ja. Ich glaube, du bist jetzt sogar schon dran. Verdammt! So, dann hätten wir das für diesen Part. Yay! Dann beenden wir das für diesen Part. Oh mein Gott. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.